Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mir mit euch zwei neue Mods, naja, einigermaßen neue Mods, also die eine ist ganz neu, die andere ist ein bisschen älter schon, aber zwei ganz besondere Mods für Jurassic World Evolution anschauen. Die erste seht ihr auch schon wundervoll hier im Hintergrund, denn das ist die Tundra Terrain Mod und diese fügt Schnee in Jurassic World Evolution ein. Also richtig cool. Also es sieht auch jetzt auf den ersten Blick schon ziemlich nice aus, wie ihr seht. Das ist eine richtig tolle Schneelandschaft. Werden uns das Ganze natürlich gleich noch ein bisschen genauer angucken. Ich gehe mal hier aus dieser Sicht raus. Gehen wir mal in diese Sicht. Das sieht schon echt schön aus mit diesen Schneebergen und so. Dann diese Eisfelsen. Richtig, richtig cool. Also man hat hier halt dann auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann, ihr seht jetzt auch schon hier das Gras so ein bisschen durchschimmern. Das kann man auch wegbekommen, wenn man es ein ganz bisschen schneeiger haben will oder ein bisschen mehr Schnee haben möchte, indem man zum Beispiel Sand zeichnet. Sand ist dann einfach eine relativ weiße Fläche. Ich glaube, die Textur hat sich auch gar nicht geändert. Also ich glaube, das ist ganz normal der Sand, einfach nur in weiß, also in Schneefarben. Finde ich jetzt aber nicht schlecht. Also sieht eigentlich ganz cool aus, weil ich meine, Sand und Schnee sind ja von der Struktur relativ ähnlich. Man kann natürlich auch noch Erde nehmen, das dann so ein bisschen rauer und feiner der Boden als bei Sand. Bei Sand sieht es so ein bisschen fluffiger aus, der Schnee. Hier sieht es eher so festgetreten aus, finde ich zumindest. Also so mein persönliches Empfinden. Ist aber auch ganz cool. Dann gibt es noch natürlich Fels. Fels sieht so aus, finde ich auch richtig cool. Habt ihr ja gerade auch schon im Hintergrund gesehen. Und es gibt natürlich die Grastextur. Die hatten wir ja hier gerade schon. Können wir auch mal wieder so ein bisschen hinmachen, dass das Ganze von der Landschaft her wieder so ein bisschen schicker aussieht. Aber wir wollen es auch nicht zu grün machen. Und wenn man natürlich die Büsche zeichnet, das seht ihr auch schon hier, die schimmern dann auch so ein bisschen durch den Schnee durch, genauso wie die Grastextur. Die Grastextur schimmert auch so ein bisschen durch, aber das sieht man eigentlich auch nur, wenn man reinzoomt. Wenn man rauszoomt, hat das so ganz leichte Flecken, was ich auch ganz cool finde. Also es sieht, wenn man so von oben guckt, wirklich schon ziemlich nice aus. Und das Coole ist, das war am Anfang in der Mod noch nicht drin, das hat sich aber mittlerweile geändert. Mittlerweile sind auch Schneefelsen im Spiel. Also ihr seht die hier schon. Die gibt es dann wirklich in allen Varianten hier. Also alle Formen, die man hier findet, die sind jetzt alle mit so einer Schneetextur versehen. Wir können ja mal eben hier einfach einen hinplatzieren. So, sind alle mit so einer schönen Schneetextur versehen. Sieht echt richtig cool aus. Was ich noch ein bisschen schade finde, was mich noch ein bisschen stört an dieser Mod und mir ein bisschen fehlt, das ist einfach, dass die Bäume Schnee auf ihren Blättern haben. Ich glaube, sobald das der Fall ist, könnte man auch wirklich mal so einen richtigen, schönen Schnee- und Eispark bauen. Das wäre echt cool. Aber das stört mich noch ein bisschen. Dadurch wirkt das halt so ein bisschen unrealistisch, ne? Also wenn man so guckt, die Berge komplett weiß und die Bäume alle strahlend grün noch, das ist halt noch ein bisschen störend. Ich weiß gar nicht, wie das hier bei diesen Bäumen ist. Ich habe das jetzt auch noch nicht so krass ausprobiert. Naja, die sind auch nicht verändert, leider. Aber die sind auch alle noch ganz normal, die Bäume. Obwohl, so ein bisschen Schnee ist da drauf, oder? Wait. So ein bisschen Schnee ist hier drauf, ne? Das da auch? Ach, hier ist das auch der Fall. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, Leute. Da ist tatsächlich ein bisschen Schnee drauf. Oh. Aber das ist mir ein bisschen zu wenig, glaube ich. Weil das fällt gar nicht auf, wenn man so vom Weiten guckt. Also meiner Meinung nach könnte das noch ein bisschen mehr Schnee sein. Aber dann hat der Mod-Ersteller das sogar schon reingebracht. Hier sieht man es auch ganz gut. Allerdings weiß ich nicht, ob er es nochmal verändert. Also ich würde mir wünschen, dass die noch ein bisschen verschneiter aussehen, die Bäume. Weil so auf Distanz oder so sieht man das halt noch gar nicht. Und ja, man muss halt wirklich nah rangehen, dass man sieht, dass da so ein ganz leicht Schnee auf den Blättern liegt. Aber eine richtig coole Idee für eine Mod. Und ich finde, es sieht auch optisch echt cool aus. Damit kann man sicherlich mal einen richtig coolen Park bauen. Aber wir sind ja momentan sowieso schon mit einem coolen Parkbauprojekt beschäftigt. Für alle, die es interessiert, viele fragen ja danach, die neue Folge von dem Fully Modded Park kommt heute Abend um 18 Uhr. Also keine Sorge, durch dieses Video wird die nicht verschoben oder so. Okay, die Retro Trees haben keinen Schnee auf den Baumwipfeln, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Wie ist das mit Palmen? Das wäre auch unlogisch, ne? Palmen im Schnee? Ne, die haben auch keine verschneiten Palmenblätter. Aber das muss ja auch nicht sein. Also die Palmen sind mir eigentlich egal, aber es wäre cool, wenn diese Bäume zumindest noch ein bisschen mehr beschneit wären. Ja, den Baum hatten wir gerade schon gesehen. Ansonsten müssen wir uns jetzt bei der Terrain-Mod, glaube ich, gar nicht viel angucken. Nee, ich denke nicht. So Gebäude oder so sind leider auch nicht verschneit. Das wäre natürlich auch noch ideal.
wenn dann hier wirklich Schnee drauf liegen würde, so auf den Dächern oder so. Ach, da kann man schon viel draus machen. Also eine Schneemod ist schon eine coole Idee. Und der Ansatz ist schon richtig cool. Also man könnte damit schon was bauen, sicherlich. Allerdings gibt es da noch viel Verbesserungspotenzial. Und die zweite Mod, passend zur Schneemod, das ist eine Mammut-Mod. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Das kolumbianische Mammut wurde in das Spiel eingefügt. Tatsächlich habe ich gar nicht so die Ahnung, wie sich jetzt die einzelnen Mammuts von den Arten und so unterscheiden. Aber Mammuts sind wirklich richtig coole Urzeitwesen. Und die wurden für den Camarasaurus in das Spiel eingefügt. Ich habe nur ganz kurz vorhin geguckt, ob es funktioniert. Ich habe das Model mir noch nicht genau angeguckt. Bin jetzt auch deshalb sehr gespannt, was wir hier Schönes gezaubert kriegen. Ich finde es ja immer krass, wenn Leute es schaffen, die Dinosaurier komplett zu verändern und in eine komplett andere Form so zu bringen. Wow, das sieht ja schon mal cool aus. Sieht gerade sehr dunkel aus, das liegt aber, glaube ich, ein bisschen am Schatten. Boah, Hammer. Guckt euch mal die langen Stoßzähne an. Oh, der Rüssel. Oh mein Gott, das ist ja mega cool. Da seht ihr, es ist gar nicht so dunkel. So ein bisschen Richtung Elefant von der Haut. Sieht natürlich allgemein aus wie so ein Elefant, so ein bisschen. Aber Mammut ist ja, glaube ich, auch sowas wie ein Elefant. Nur ein größer. Der Schwanz sieht ein bisschen krüppelig aus. Aber die Bewegungen und so sehen auch echt gut aus, muss ich sagen, gerade. Hammer. Oh Gott, ist das cool. Bin gerade ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, wenn ich mir das so von hier oben angucke. Oh mein Gott, ein Mammut in Jurassic World Evolution in einer Schneelandschaft. Dass ich das noch erleben darf, Leute. Damit hätte ich am Traum nicht gerechnet. Es sieht halt hammer cool aus. Es könnte natürlich noch so ein bisschen behaarter sein. So ein bisschen Haaransatz ist schon da. Allerdings ist das nur so semi-gut. Wir können ja mal ganz kurz pausieren und uns das mal ein bisschen genauer angucken. Wie genau diese Mod verarbeitet ist. Gut, die Texturen sind leider auch jetzt noch nicht so mega scharf. Aber die Grundform stimmt schon mal. Die Bewegungen sehen gut aus. Das ist, glaube ich, schon mal so das Schwierigste. An dem Model an sich kann man dann natürlich noch arbeiten. Vielleicht noch ein bisschen haariger das Ganze gestalten. Ich glaube, sowas ist aber auch relativ schwer umzusetzen, sowas vernünftig zu machen. Ja, so ein bisschen eckig, kantig sehen die Texturen aus. Unscharf. Die Ohren sind auch cool. Da sind auch so ein paar Haare. Ja, der Schwanz sieht auch leider noch ein bisschen krüppelig aus. Aber das geht schon. Und dann diese riesigen Stoßzähne, der Rüssel. Wow. Ich bin wirklich beeindruckt. Also, Props gehen raus an den Modder. Die Mods sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die auf jeden Fall ab. Richtig coole Mod. Oh mein Gott. Hammer. Bin mal gespannt auf die Fressensanimation gleich. Und ich bin gespannt, ob es gleich noch mehrere Skins gibt. Wir werden gleich noch mehrere freilassen. Der läuft da gerade hin. Wir lassen jetzt noch keinen weiteren frei. Wir schauen erstmal. Also die Bewegung sieht echt gut aus. Gut, der Rüssel ist ein bisschen steif und starr. Aber ich glaube, das wäre auch nicht anders machbar. Bin aber trotzdem beeindruckt, wie gut der läuft von den Animationen her. Das ist schon ziemlich cool. Die Farbe ist auch nicht schlecht. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Oh, die Augen sind voll grün. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Jetzt können wir uns die auch nochmal angucken, kurz die Augen. Die sind halt strahlend grün. Das sieht schon echt nice aus, ne? Ich bin wirklich beeindruckt. Aber die Fressensanimation, da bin ich jetzt auch gespannt. Die wird wahrscheinlich auch nicht gut funktionieren, weil normalerweise würde so ein Mammut wahrscheinlich mit dem Rüssel essen, ja. Aber den Rüssel zu animieren, das geht halt nicht, weil kein Dinosaurier irgendwie sowas in der Art vorne hat, der im Spiel ist. Und dadurch ist das, glaube ich, nicht machbar. Zumindest nicht so einfach machbar. Mega gute Modder könnten es bestimmt. Aber es ist schon eine richtig gute Mod. Also ich bin wirklich beeindruckt. Vor allem waren jetzt zwei so Fake-Mods, was ein Mammut angeht, vorher schon auf Nexus Mods zu finden. Und das war ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Ich habe da so reingeguckt, habe mir die Kommentare durchgelesen und dachte so, wow, jetzt dachte ich, es ist ein Mammut im Spiel und jetzt sind das nur so Fake-Mods. Aber jetzt hat jemand endlich ein richtiges Mammut ins Spiel gebracht. Und das sieht echt cool aus. Also die Fressensanimation ist natürlich nicht optimal, aber auch nicht schlecht. Ich finde es völlig in Ordnung. Wir lassen mal einen weiteren frei mit dem Savant-Skin. Gucken, ob der anders aussieht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt ja auch irgendwann noch der Säbelzahntiger zum Beispiel ins Spiel oder andere Urzeitwesen, die halt in so einer
Schneelandschaft gelebt haben. Das wäre echt nice. Dann könnte man echt mal so einen Schneepark bauen, ohne Dinosaurier und nur mit so Urzeitwesen. Das wäre halt mal mega interessant. Okay, der sieht auf jeden Fall anders aus vom Skin. Heller. Viel, viel heller. Und auch befleckt. Weiß nicht, ob das gewollt ist. Nee, das sieht so aus, als wenn das der Skin noch nicht fertig ist, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich das so mal angucke, wie das hier aussieht. Ich glaube, es ist bis jetzt nur der Standard-Skin fertig. Aber die Mod wird wahrscheinlich auch noch weiterentwickelt. Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Nee, das sieht noch sehr unfertig aus. Wir können noch einen weiteren freilassen, würde ich sagen. Nehmen wir mal Regenwald. Schauen uns den noch an. Und ansonsten brauchen wir uns die, glaube ich, nicht angucken. Weil wenn der eine nicht fertig ist, werden die anderen auch nicht fertig sein. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Mit der Mammut-Mod. Und der Schneemod natürlich auch. Ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, dass Jurassic World Evolution für mich schon fast ausgestorben wäre, wenn es keine Mods geben würde. Das wäre echt schwierig, dann noch weiter zu spielen. Okay, der ist auch noch nicht fertig. Sieht aber irgendwie auch lustig aus, auf eine gewisse Art und Weise. Aber man sieht halt, dass das noch nicht so soll. Deswegen, komm, wir lassen noch einen nebenbei frei. Dann haben wir hier 4 Mammuts drin. Zwar alle in komischen Farben, aber das macht ja nichts. Oh, hier ist die Trinken-Animation. Ja, die sieht natürlich auch so semi-gut aus. Aber das ist halt auch echt schwierig, ne? Es sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Es ist okay, wenn man vom Weiten guckt. Gut, der Rüssel geht da komisch in den Boden. Aber ich glaube, ansonsten gibt es gar nicht viel Animation. Man könnte noch gleich Sozialisieren sich angucken. Da bin ich noch gespannt drauf. Oh, das sieht schon echt klasse aus. Also vom Weiten sieht es echt richtig gut aus. Von nahen hat die Mod auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, also was man rausholen kann. Und natürlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Also vielleicht ist es ja möglich, dass der Rüssel nicht ganz so steif ist. Das wäre mega cool. Und dass das Ganze noch ein bisschen fälliger wird. Aber das ist ja alles Meckern auf hohem Niveau. Ich freue mich gerade tierisch, dass wir eine Mammut-Mod im Spiel haben. Das sieht so cool aus, Leute. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Wow. Und ich glaube, die gehen sich jetzt sozialisieren. Schauen wir doch mal. Ich höre nur die Gäste. Haben die jetzt schon geschrien? Hallo, schreib. Ah, jetzt? Okay, das hört sich gar nicht so schlecht an. Ne, das passt eigentlich. Das müssten die Kamera-Sounds sein, aber die passen echt gut. Und sieht jetzt auch nicht schlecht aus, die Animation. Natürlich alles ein bisschen starr und steif, aber das haben wir jetzt ja schon öfter gesagt. Wow, ich bin wirklich beeindruckt, Leute. Ich bin echt beeindruckt. Guckt euch das an. Hättet ihr gedacht, dass wir sowas jemals in Jurassic World Evolution zu Gesicht bekommen? Mammuts im Schnee, im Schneegehege. Ich hätte es nicht gedacht, Leute. Aber das soll die kleine Vorstellung von 2 relativ neuen Mods, beziehungsweise ganz neuen Mods, gewesen sein. Beide Mods sind natürlich, habe ich ja schon gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die selbst ausprobieren wollt. Falls euch dieses Video gefallen und geholfen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.